Hallo, hier ist Susanne Höhne aus der Beuteltierartgalerie in Leipzig. Heute möchte ich dir kurz meine Benzinmagazine vorstellen, die ich vom Label NI Design von Bastian Wesseling hier in der Galerie habe. Ganz kurz, Bastian habe ich kennengelernt auf einem Kreativmarkt in Amsterdam. Das war 2016. Und er ist auch einer der Gründer dafür, dass ich überhaupt auf die Idee kam, diese Galerie aufzumachen. Denn ich hatte echt viel Spaß in Amsterdam in diesem Urlaub und ja, so viele tolle Leute getroffen, die so viele kreative Sachen machen. Und einer davon war eben Bastian. Und als ich dann später die Galerie aufgemacht habe, war mir klar, seine Sachen müssen unbedingt mit hierher nach Leipzig. Ja, Bastian macht Upcycling. Und zwar aus alten Autoteilen, wie zum Beispiel den Kanistern, macht er diese Schränkchen. Und ich habe auch von ihm wunderschöne Leuchten, zum Beispiel diese hier, die zwei CV-Light aus einem Scheinwerfer von einer alten Ente, Fundholz und ein super schweres Schwungrad von irgendeiner Industrieanlage. Die Elektrik macht er komplett neu und seine Leuchten, die sind leider noch nicht in meinem Online-Shop, denn ich habe keine Ahnung, wie ich dieses schwere Teil sicher verschicken soll. Ja, darum erstmal Magazinschränkchen. Ich habe drei Grundtypen und die stelle ich dir heute vor. Ich beginne mit meinem kleinsten 5 Liter Kanister, wirklich ein alter, gebrauchter Kanister. Und Bastian macht die super, super sauber und lackiert sie meistens neu. Also innen sind die alle lackiert. Hier ist eine Holzplatte drin, hier hat er einen Magnetverschluss dran, sodass dann das Türchen auch hält. Ja, ganz wichtig zu sagen, auch wenn die auf meinen Fotos hier alle irgendwie auf diesem Schränkchen stehen, in Wirklichkeit sind seine Magazine dazu gedacht, an die Wand gehangen zu werden. Genau, so sieht das dann aus. Und dafür gibt es immer hinten zwei Löcher und dann kannst du einfach mit Dübel und Schrauben arbeiten und das bei dir zu Hause befestigen, wie ein Regal. Modellschlüsselkasten eignet sich wunderbar, um Schlüssel zu lagern. Ich hänge mal einfach mein Schlüsselchen hier rein. Und du kannst auch noch dein Portemonnaie mit reinlegen. So, und schon ist es aufgeräumt im Flur. Türchen zu, das hält auch richtig gut und dann sieht es ordentlich aus und ja, du hast da einfach einen Hingucker an der Wand neben deiner Haustür hin. Modell Schlüsselkasten. Das zweite Modell, was ich da habe, ist das Medicine Magazin. Jetzt hier ein 10 Liter Kanister, nochmal im Vergleich dazu. Der 5 Liter ist immer ein bisschen kleiner, 10 Liter ein bisschen größer und hier sind einfach zwei Regalbretter drin, dazu gedacht, dir das im Bad hinzuhängen als Medizinschränkchen oder für Kosmetika. Ich hatte auch schon eine Kundin, die hat den sich genommen, um in der Küche ihre Gewürze hinzustellen. Ja, was auch immer du damit machen willst, es ist einfach ein schicker Schrank. Medizinmagazin. So, und eines der Highlights, die ich noch von Bastian habe, ist das hier. Das ist die Minibar. Tada! Man macht es auf und man findet eine kleine Flasche. Die ist nicht mit dem Lieferumfang inbegriffen. Bei mir ist es auch eine Ginbar geworden, weil wir sind keine Whisky-Trinker. Also Alkohol gibt es leider nicht dazu. Aber zwei Gläser, die kriegst du auf jeden Fall mit. Und das ist einfach super schick, wenn du das bei dir im Wohnzimmer, im Herren- oder Damenzimmer an der Wand hängen hast und dann kommt Besuch. Und die fragen, oh, was ist denn da in dem Schränkchen? Und du sagst, komm mal rein. Und dann kannst du einen Drink servieren. Und zudem hier ist noch zu sagen, dass er das hier nicht neu lackiert hat, also überlackiert hat mit irgendeiner anderen Farbe, sondern hat es einfach angeschliffen. Und so sind halt auch schön, es hat halt schon ein bisschen gerostet, der Blechkanister. Die rostigen Stellen sieht man auch schön. Er rostet aber trotzdem nicht weiter, weil Bastian hat das mit Chlorlack alles überlackiert, sodass es in diesem Prozess festgehalten ist und sich nicht mehr verändern wird. Und so hast du wirklich diesen schönen Used-Look oder Vintage-Look. Genau, man sieht also, dass es ein alter Kanister ist. Ja, das waren sie alle. Es gibt noch mehr Modelle, aber das sind so die drei Grundtypen, die es bei mir gibt. Und hier unten drunter siehst du alle, die jetzt in der Galerie sind. Genau, stöbere einfach mal drauf los. Die Versandkosten für jeden Kanister habe ich auf 5 Euro gesetzt. Ich finde, das ist ganz fair, weil in Wirklichkeit ist der Versand ein bisschen teurer. Und so teilen wir uns quasi einfach ein bisschen rein. Du kannst ihn natürlich auch gerne bei mir in der Galerie abholen oder anschauen. Und ja, da gibt es natürlich auch noch die wunderschönen Leuchten.
So, jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern. Ciao, deine Susanne!